Blutende Gefäße im Schädelinnenraum können katastrophale Folgen nach sich ziehen. Es gibt grundsätzlich mehrere neurochirurgische, also sogenannte neurovaskuläre Erkrankungen, die wir als Neurochirurgen behandeln. Das sind einerseits die sogenannten Aneurysmen, also Aussackungen von hirnversorgenden Arterien. Das sind die sogenannten Blutschwämme, also Angiome. Das sind Gefäßknäuel, Gefäßmissbildungen, angeboren, die im Laufe des Lebens aber noch etwas größer werden können, auch bluten können. Und die dritte Gruppe sind die sogenannten Kavernome. Das sind kleinere, in der Regel kleinere venöse Gefäßschwämmchen, die aber auch bluten können und die gegebenenfalls auch operativ behandelt werden sollten. Zum einen besteht das Risiko der Blutung. Eine solche Blutung kann, wie man sich vorstellen kann, innerhalb des Gehirns katastrophale Auswirkungen haben. Es kann zum vollständigen, auch anhaltenden Bewusstseinsverlust kommen, also zu einem Koma. Es kann aber auch strukturelle Schädigungen in wichtigen funktionstragenden Bereichen, also als Beispiel die Sprachregion oder die motorische Region des Gehirns, kommen mit entsprechenden Funktionsausfällen. Es kann aber auch zu strukturellen Epilepsien, also Krampfanfällen, kommen, wenn insbesondere, das betrifft weniger die Aneurysmen als vielmehr die Kavernome und Angiome, wenn diese in Hirnarealen gelegen sind, die wichtigen, sozusagen funktionstragenden Hirnbereichen benachbart sind. Bei den Aneurysmen gibt es zwei teilweise konkurrierende, teilweise komplementäre Verfahren, nämlich die sogenannte endovaskuläre Behandlung, also die Behandlung mit einem Katheter über das Gefäßsystem, quasi von innen. Hier gibt es verschiedene Verfahren, einmal das quasi Ausstopfen von Aneurysmen mit kleinen Platinspiralen. Es gibt aber auch andere Implantate, mit denen man Aneurysmen von innen über das Gefäßsystem mit Hilfe eines katheterbasierten Verfahrens behandeln kann. Es gibt aber auch Aneurysmen, die sind für diese Verfahren aus verschiedenen Gründen nicht geeignet. Und hier sind wir dann als Neurochirurgen im Sinne einer Operation gefragt. Hier geht es darum, diese Gefäßaussackungen von außen mit einem kleinen Titanclip zu verschließen.